frühen Morgenstunden ein 42 Jahre alter Mann niedergestochen und so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort gestorben ist. Seine 40-jährige Frau wurde mit Schnittwunden an der Hand ins Krankenhaus gebracht. Laut Anwohnern war ein Streit vorausgegangen. Der unbekannte Täter ist seither auf der Flucht. Er soll ca. 1,90 Meter groß sein und einen schwarzen Kapuzenpulli tragen. Die Polizei sucht nach Zeugen.